Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Randale Rudi und jetzt geht's weiter mit Dark Souls. Ja, wir haben den Grabesfürst Nito besiegt und war jetzt keine allzu schwierige Aufgabe. Ja, ich denke, der ist gut machbar. Klar, wir haben ein paar Anläufe gebraucht, aber unterm Strich, ich glaube 3 oder 4 Versuche waren es, ist das auf jeden Fall für hier so einen Herrscher, Fürsten, schon ganz in Ordnung. Falls ihr euch wundert, ich habe jetzt meine restlichen Seelencontainer benutzt, um noch ein paar Seelen zu bekommen. Und ja, wir werden jetzt hier direkt ein paar Level aufsteigen. Da sind 3 an der Zahl. Werde ich alle in Kondition packen. Und dann haben wir 36, 36. Also Kondition 36 und Stärke 36. Und das ist eine gute Basis, denke ich mal. Ja, was werden wir diese Folge tun oder machen? Oh. Man kann hier sehr viel teleporten. Wusste ich gerade gar nicht. Ja, wir werden uns erstmal zum Feuerbandschrein begeben. Und zu einem alten Ort zurückkehren. Die Konsorten sind übrigens weg, die hier standen. Wohin die auch immer gereist sind, ich weiß es nicht. So, jetzt gehen wir hier in diesen Aufzug rein. Ich hatte mal gesagt, dass man hier irgendwo rausspringen kann. Genau hier. Und mit einer Roll kann man jetzt hier rüberkommen. Zack. Und dann sind wir hier auf dieser Burgruine. Als ich das allererste Mal gesehen habe, dass das hier möglich ist. Also ich fand das sehr faszinierend. Einfach aus dem Grund, dass das, ja, man kommt man einfach nicht drauf, ne? Mit so einer Roll darüber und ja, irgendwie finde ich das sehr geheimnisvoll und keine Ahnung, ich mag das. So, jetzt werden wir uns hier zusammenrollen und bisschen was warten. Ich weiß übrigens nicht genau, wie lange das dauert, aber gleich wird was passieren. Nur nicht die Geduld verlieren. Da. Ja, wo sind wir hier gelandet? Ich glaube, manche können es schon ahnen. Nördliches Asyl der Untoten. Ja, wir sind im Tutorial-Gebiet. Einfach so nice, dass man sich dahin kauert. Viele hätten ja schon aufgegeben, einfach hätten gesagt, hey, gibt es hier eh nichts zu holen. Also ich finde das einfach nice irgendwie. So, ja, hier warten halt diese Fackelträger auf uns. Lasst euch nicht erwischen. Wir machen bestimmt ein bisschen Aua. Bestimmt, sicher machen die Aua. 21 Seelen lassen sie fallen. So, jetzt hier Obacht. Nicht direkt geradeaus weitergehen, weil man fällt hier nachher runter. Wir werden uns jetzt erstmal hier ans Feuer, Leuchtfeuer setzen und da resten. So, und lassen uns jetzt einfach hier runterfallen. Und wir kommen direkt in einen Bossfight zum verirrten Dämon. Der richtig viel Aua macht, ey, meine Güte. Auf jeden Fall mehr als sein Pedant.
Der Absyl-Dämon, glaube ich, war das, ne? Heißt der. Ich habe bisher noch keinen Damage gedrückt. Ja, ich habe keine richtige Taktik gegen ihn. Ich werde wohl einfach so versuchen, ein bisschen hinter ihm zu bleiben. Ein bisschen Abstand halten, blocken. Und dann denke ich, dürfte das kein Problem sein. Meine Explosionsattacken sind aber echt fies. Muss ich hier gerade feststellen. Die Arschbombe sowieso. Ja, blocken ist hier, glaube ich, an der Tagesordnung. Aber Damage macht mir schon gut, denke ich. Ja, Randale gibt es jetzt, Digga. Ja, 10 S-Flankbau braucht man dann schon. Arschbombe. Diese Explosionen sind echt fies. Nach der Arschmumme direkt hin, denke ich, ein, zwei Hits. Also die Arschmumme ist echt nicht bedrohlich, dann ist das euer Zeitfenster, hier zuzuschlagen. Und dann haben wir ihn, glaube ich, jetzt auch besiegt, ne? Wow. Wow. Ja, weiß ich nicht, habe ich ihn jetzt besiegt? Ich meine ja, aber unsere Seelen liegen da unten. Ja, an sich nicht allzu große Bedrohung. Versucht immer diese Arschbombe da auszuweichen, reinzugehen. Dann denke ich, ist das auf jeden Fall eine machbare Sache. Ein paar Seelen lässt er auch fallen. Was noch jetzt hier an der Stelle wichtig ist, wir werden hier noch ein wichtiges Item einsammeln. Sorry, ich muss ja kurz was trinken. So. Lass uns hier runterfallen und dahinter ist hier so ein Silver Knight. Haben wir schon zugute bekämpft. Also wir wissen, wie wir das machen. Habt ihr jetzt übrigens einfach geparried. Hat ganz gut funktioniert. Roter Brocken. Nehmen wir mit. Und das ist die merkwürdige Puppe. Nehmen wir auch mit. So. Wo sind wir hier? Das ist übrigens die Zelle, von der wir gekommen sind. Ja? Falls ihr euch erinnern könnt. Ja, dann haben wir eigentlich dieses Gebiet eigentlich auch erledigt, schon abgeschlossen. Wir brauchen halt die merkwürdige Puppe, um an einem, um ein DLC oder in ein DLC-Gebiet zu kommen. So, und von hier aus können wir uns dann teleportieren. Na dann, lass mich mal kurz überlegen. Ich muss, wir müssten zum Archiv, genau. So, wir sind in Anno Londo. Wir werden jetzt zu den diesen Gemäldehütern laufen. Ich bin auch kurz zum Archiv gelaufen, weil ich dachte, da muss ich hin. Das stimmt aber gar nicht. Deswegen, ich werde das jetzt so cutten, dass quasi, als ich nachts, also ich bin einmal über Anno Londo ins Archiv gegangen, also da, wo ich jetzt gerade rausgekommen bin, und das werde ich so cutten, dass ihr das gar nicht seht, dass ich da ja eigentlich zum Archiv gelaufen bin. Aber ich dachte, ich erwähne es trotzdem mal. So. Wir müssen auf die Ebene vom großen Bild, also diese, ja, ich sag mal, ins EG. Aber erstmal drehen wir das hier
um. Sind wir schon auf der Ebene? Ich glaube, wir sind dann auf dem auf der Leuchtfeuerebene und wenn wir hochgehen. Genau, jetzt sind wir hier in der großen Halle. Ja, EG. EG ist wohl nicht. Hier ist halt auch der Ort, an dem ich das Gemäldehüter-Schwert mir erfarmt habe. Das habe ich euch aber auch nie gezeigt, weil das ja bekanntlich in die Hose gegangen ist. An den anderen kann man getrost vorbeilaufen. Auch die werden trotzdem getriggert. Ja. Die zwei, drei. Ach, jetzt kriege ich es direkt. Na, war ja klar. Also passt eine halbe Stunde, das erfarmt. Na, jetzt habe ich zwei. Warum nicht? Dafür habe ich auch sehr viele Wurfmesser bekommen. So, das Bild einfach mal untersuchen. Gemalte Welt von Ariamis. Ariamis, so, ja. Das war's. Ist, glaube ich, ein DLC-Gebiet. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher, wie immer. Man kann hier, glaube ich, wie kann man lang? War da was? Ich glaube nicht. Man kann hier einfach nur komischerweise lang. So, wir werden hier auch das Leuchtfeuer entzünden oder entfachen. Ein paar Menschlichkeit habe ich ja schon wieder. Das Gebiet ist nicht sonderlich schwierig, es ist nur so, dass es manchmal ein bisschen nervig sein kann. Und mehr Essungsflakons sind immer eine gute Lösung. Hier übrigens gemalte Welt von Ariamis, der beste Farming-Spot im Spiel, den ich entdecken konnte. Weiß gar nicht, ob das der offizielle ist. Offiziell in dem Sinne einfach generell der beste. So. So typisch Dark Souls, ne? Man rennt auf den einen zu, denkt an nichts Böses und dann kommen auf einmal zwei Konsorten. Einfach getrost hier die Treppe hoch. Ich glaube, hier um die Ecke steht einer. Genau, ein Bogenschütze. Und wie immer ist der auch nicht alleine. Die sind alle noch recht einfach. Man kann hier übrigens hochlaufen. Werden wir erstmal nicht machen. So, Item und dann wollen sie uns wieder in die Falle locken. Nicht mit uns. Und jetzt ganz schnell weg von denen. Ja, weil die einen stark vergiften. Ja. Aber wir haben ja noch ein paar Items, um das zu verhindern. Aber immer schön Obacht vor denen. Ganz schnell weg aus diesem Dunstkreis. Wir werden hier erstmal ein Essenflakon nehmen. Ja. Kommt man da so hin? Natürlich nicht. Ich glaube, hier sind so Ratten. Ja.
Dark Souls Ratten kennt ihr ja. Vergiften euch gerne. Werdet übrigens jetzt, weiß ich, ob ich das schon erwähnt habe, Folgen ein bisschen länger machen. Nachher habe ich hier 45 Dark Souls Videos. Ich meine, das wäre ja an sich nicht schlimm, aber für eine Videoreihe. Also, das Gebiet mangelt nicht an Gegnern. Das kann man schon mal sagen. So, hier Obacht. Dark Souls Falle. Nein, genau, jetzt kommen hier nämlich zwei so Harpien. Rabenharpien, ich. Die sind auf jeden Fall fies. 1107 Leben. Das ist auf jeden Fall viel Leben. So, jetzt lassen wir uns hier runterfallen. Wenn man aber weiß, wie man mit dem Gebiet umgeht, gehen soll, muss, ist es eigentlich recht einfach. Aber, wie gesagt, wenn man es nicht kennt, ne, das wäre wieder, glaube ich, eine schöne Stelle gewesen, um zu sterben. Kann man, ne, wir lassen es erstmal. Weg hier. Boah. Instant vergiftet. Aber je nachdem habt ihr einfach keine Chance, ne? Dann versucht mal mit normalen Moosklumpen das zu regeln. Geht nicht. Ist eine starke Vergiftung. Noch einen davon. Hoffentlich. Jetzt schaffe ich das Gebiet. Auf Anhieb. Hier kann man den Kollegen runterschlagen. Glaube ich zumindest, genau. Dann kann man das da unten aufsammeln. Da kommen wir später hin. Hier ist noch einer von den Toxintypen. Ah. Ja, versucht erstmal alle zu besiegen, auch wenn ihr vergiftet seid. Ich glaube, das ist dann ein bisschen schlauer. Also hier ist wirklich in jeder Ecke, also man muss einfach um die Ecke gehen, da hast du eigentlich schon einen Gegner. Also hier kann man schon sagen, passt dauernd auf. Obacht ist hier angesagt. Ich meine, bei Dark Souls generell, aber in dem Gebiet besonders. Hier ist wieder einer, der. War wieder ein Hinterhalt. Da kommen wir später hin. So, jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Hier oben erwarten uns wieder diese Harpien. Oh, da ist schon einer. Rabenkopf-Harpier. Lass sie einfach nicht zum Angriff kommen. Dann sind sie auch schon schnell Geschichte. Ich meine, hier oben war ein gutes Item, deswegen renne ich hier hoch. Da liegt auf jeden Fall schon mal was. Nö. Ja gut. Aber lass uns auf jeden Fall mal hier nach hier unten fallen. Ja gut, eine Seele. Kann man eigentlich mitnehmen. Da ist noch was. Komme ich da hin? Wir versuchen es einfach mal. Nö, von hier aus auf jeden Fall nicht. Ach, jetzt habe ich, glaube ich, missgebaut, ne? Ja, hoffentlich sterben wir nicht bis da unten hin. Ich denke schon. Ah, passt. Was denn für eine Nebelwand da? Naja,
Gehen wir gleich mal hin. Schlossen. Ach, okay, gut. Hier sind wir an der Stelle, die ich erwähnt habe. Das ist die beste Farming-Stelle. Hier diese Phalanx-Typen, Phalanx-Schleimköpfe. Die kann man recht gut auseinanderziehen, einzeln töten. Das sind, glaube ich, an die... Egal, werden wir gleich sehen, wie viele Seelen das sein werden. Und ja, dann zeige ich euch gleich den Rest. Aber auch hier gilt, bisschen Obacht. Die werfen die Speere. Aber die drehen sich halt hier auch so komisch. Und die blocken. Hm. Aber mit einem guten Speer kommt man hier schon ein bisschen besser zurecht. Ich glaube, die machen an 8000. Circa 8000 Seelen. Je nachdem, wenn du da wirklich mit so einem riesen Großschwert, ich meine, wir haben ja ein Großschwert, aber mit einer riesen Bär oder was, da durchgehst, dich da durchsäbelst, dann bist du da in circa 30 Sekunden durch. Und dann kannst du hier vorne, zeige ich euch gleich dann auch direkt, man auch direkt resten. Sorry Leute, kurz konzentrieren. Aber auch absolut nicht unterschätzen bitte, weil dann passiert euch das wie mir gerade. Ich muss sie jetzt erstmal besiegen, weil ich gleich wieder hier zurücklaufen will und dann stören die mich. Da hinten ist das Item, was wir runtergeschlagen haben. Also die, was am Seil war. Eine Menschlichkeit. Nice to have. Da kann man hier auch hoch. Ja, das nehmen wir dann auch direkt mit. Wusste ich gar nicht. Auch Ring der Opferung. Wusste ich gar nicht, dass der da liegt. So, jetzt kommen wir genau hier zu dem Punkt. Vom Anfang. Da sind die Konsorten, die wir am Anfang getötet haben. Da unten ist das Leuchtfeuer. Wenn wir die Tür geöffnet haben, kann man immer wieder zu den Phalanx laufen, wenn man am Leuchtfeuer gerestet hat. Und sich die Seelen da abholen. So, jetzt gehen wir wieder hier hoch. Kommen hier an diesen Kollegen dran. Ach, ich dachte, man muss den irgendwie erstmal so triggern, aber es kommt später. Also ganz schön, ganz schnell erstmal bis zu diesem Punkt hier rennen. Besten das Schild. Ah, genau. Diesem Zeug ganz schnell ausweichen. Hier in der Ecke ist das ziemlich gut möglich, habe ich gerade gesehen. Nochmal. Ja, wir werden wohl beim Endboss. Macht der jetzt nur noch dieses Zeug oder was? Oh, nicht berühren. Ja, dann werde ich mal kurz was ausrüsten. Mal ein bisschen Damage mit dem vollen Bogen machen können. Ja, das wird auf jeden Fall ewig dauern.
Keine Ahnung, warum der es immer jetzt die ganze Zeit macht, das kann ich nicht sagen. Das hatte ich noch nicht gehabt. Normalerweise attackiere ich immer seine Kralle da unten. Ein Drachentöterpfeil. Kann ich halt den überhaupt benutzen, den Drachentöterbogen? Boah, der macht aber ordentlich Damage, ne? Ja gut, irgendwie müssen wir unsere Taktik jetzt hier ändern. Das geht nämlich gar nicht hier. Jetzt gehe ich mal hier in die Mitte. Mal gucken, ob das der dann mal. Ja, ich attackiere den mal von hier aus. Ah, jetzt macht er was. Jetzt macht er was anderes, ne? Jetzt hat er. Oh. Was für eine miese Sau, ey. Normal ist ja recht einfach. Aber das ist hier schon normal. So, der Weg geht ja ziemlich schnell. So, auf jeden Fall die Seelen einsammeln. Weiß jetzt nicht, ob der direkt kommt. Ja. Da gibt er auch schon an, hier Lufe. Habe ich. Boah. So, irgendwie mache ich gerade keinen Damage an dem. Ich weiß auch nicht warum. Also, wir gehen jetzt hier wieder zur Kralle. Und werden hier die Kralle attackieren. Jetzt sieht man es, ja. Also, wir machen auf jeden Fall Damage. Und an der Kralle passiert euch nichts. Außer ihr fallt hier runter wie ich. Ah. Das ist mir noch nie passiert. Keine Ahnung. Normal. Hatte ich nie Probleme mit dem hier. Auch sehr viele Seelen jetzt hier, ey. Also, Plan ist immer noch schön an der Kralle bleiben. Im Optimalfall passiert euch da nichts. Ja, ich habe versucht hier noch schnell mein Schild zu aktivieren. Jetzt wird er wahrscheinlich wieder spucken. Ja. Keine Ahnung, warum die Kamera so umschwenkt. Aua, aua. Au. Weiß nicht, warum meine Katze. Achso, meine Katze liegt an der Maus. Ah. Natürlich nicht so von Vorteil. So. So.
Sorry. Dann ist ja auch Geschichte immer schön an der Kralle bleiben. Und ich glaube, der lässt einen Drachenstein droppen. Fallen, ja. Hier muss man dies etwas mit so einem Sprungangriff. So auf jeden Fall schnell nach vorne drücken und die Angriffstaste. Ach nee, gar nicht, das war anders. Wie war das gleich noch? Ah, genau. Schwerer Angriff und nach vorne drücken. Hier unten warte, glaube ich, noch. Genau. Ein Bogenschütze wartet hier unten noch. Da ist noch ein Bogenschütze. Also, wie gesagt, an dem Gebiet mangelt es echt nicht an Gegnern. Oh, da sind ja noch mehr. Ich werde jetzt erstmal hier zu dieser Tür laufen. Und ein großer schwarzer Ritter wartet uns auch noch. Ach, das war jetzt anders geplant. Ich dachte, ich kriege die jetzt alle schön mit einem Reich. Falsch gedacht. Mal schön wegrollen. So, jetzt machen wir hier mal die Tür auf. Das geht nicht. Hey, oh Gott, Rudi. So. In euer Gesicht. Der ist stark. Der ist auch so wieder so untot wie wir. Nicht treffen lassen, Leute. Das ist keine gute Idee. Ach ja, es war so klar. Funktioniert mit jeder Waffe. So, wir haben unsere Seelen wieder und werden wahrscheinlich schon wieder hier sterben. Yep. Was ist da? Hm?
So, ja, das bin wieder. Ich habe meine Seelen. Da sind wir wieder. Ich habe meine Seelen. So. Boah. Diese Stelle irgendwie gerade. Normal eigentlich kein Problem. Ja, 3 Hits, dann ist ja auch Geschichte. So, endlich. Was hat er fallen lassen? Eine große Scherbe. Ja, warum nicht? Ja, endlich. So. Wo die auch alle herkamen, ich weiß es nicht. Der hat sich hier irgendwie hochgetriggert, der schwarze Ritter. So, ich denke, die Folge ist auch jetzt lang genug gewesen mit ein paar Cuts. Ich glaube, das werden so 10 Minuten Cuts, sind wir so circa auf 30 Minuten. Ich glaube, das reicht. Ja, wir sind jetzt hier vom Boss-Areal und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht es gut.